Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Spanien verschärft Ausgangssperre wegen Corona-Pandemie. Ministerpräsident Sanchez sagte, von Montag an müssten alle Beschäftigten zu Hause bleiben, wenn sie keine notwendigen Arbeiten ausführten. Spanien meldet inzwischen mehr als 72.000 Infektionen. Der Anstieg nimmt aber prozentual gesehen seit Tagen ab. Finanzminister Scholz gegen Lockerung der Restriktionen zugunsten der Wirtschaft. Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Epidemie müssten in erster Linie nach medizinischen, nicht aber nach ökonomischen Gesichtspunkten bewertet werden, so Scholz. Das Robert-Koch-Institut meldet heute 52.547 bestätigte Infektionen in Deutschland. 389 Menschen sind dem Virus bisher erlegen. Licht aus für den Klimaschutz. Bei der sogenannten Earth Hour haben sich in diesem Jahr nach Angaben der Veranstalter mehr als 180 Länder beteiligt. Die jährliche Aktion soll das Bewusstsein für den Energieverbrauch schärfen. Trauer um Hessens Finanzminister Schäfer. Der CDU-Politiker starb im Alter von 54 Jahren. Schäfer war seit 2010 Finanzminister und galt als möglicher Nachfolger von Ministerpräsident Bouffier. Die Ermittler gehen von einem Suizid aus. In Deutschland gilt wieder die Sommerzeit. In der Nacht wurden die Uhren um eine Stunde vorgestellt, von 2 auf 3 Uhr. Dadurch bleibt es abends länger hell. In der EU wird derzeit über die Abschaffung der Zeitumstellung verhandelt. Das Wetter. Heute wechselhaft und windig, gebietsweise Regen, Schnee oder Schneeregen. Im Norden im Tagesverlauf von den Küsten her freundlicher. Höchstwerte von 1 bis 12 Grad.